Dumm, die dumm, die dumm. So, schön, was hier lootet hier. Wunderbar. Speichern wir nochmal. Was war denn hier alles Schönes? Keep an eye. Morgendämmerung, ein redkianisches Stück über Moral, Teil 1 und Wohltätigkeit und Großzügigkeit. Aha. Versuchsobjekt Belsia. Okay. Was ist hier drin? Nee, ne? Auch müsste ich das jetzt mal suchen. Na super. Scheiße. Die jetzt nicht machen sollen. Morgendämmerung, ein redkianisches Stück. Teil 1 habe ich auch schon zweimal. Das heißt, ich habe das schon gelesen. Teil 2 war jetzt nicht das, was ich gerade gelootet habe, oder? Ich glaube nicht. Okay, aber ich habe noch irgendwas Versuchsobjekt, war das? Wo ist das? Diesmal hat Versuchsobjekte Belsia. Diesmal hat sie sich selbst übertroffen. Mit diesem Belsia. Ein gewöhnlicher Räuber mit einer gewissen Begabung als Medium. Es ist ihm zu Kopf gestiegen. Der Batzo hält sich für den nächsten Antonino. Jedenfalls wäre die Welt ohne ihn besser dran. Dennoch hat er vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Sein Verstand ist beinahe vollständig intakt. Ich hätte vielleicht sogar feststellen können, ob an seinen Illusionen über seine Seelenlinie etwas dran ist. Aber ich war so töricht, die Pistole des Mannes auf meiner Werkbank liegen zu lassen. Seine Essenz ist an die Waffe gebunden, statt an den Körper, den ich für ihn bauen wollte. Selbst körperlos machte dieser Narr mir noch Ärger. Ich habe ihn in einem der Tanks versiegelt. Ich muss die Maschinen gegen die frei umherstreunenden Experimente absichern, während ich mir eine Lösung überlege. Bis dahin muss ich die Gesellschaft ertragen, während ich arbeite. Okay. Lass nur mal gucken, ob das das Richtige ist. Weiß ich gerade gut. Jetzt kann ich hier gar nicht nachgucken. Boah. Ja, gut. Du hörst eine schwache, nesselnde Stimme, die tonlos singt. Okay. Was macht dieser Schalter? Das ist jetzt die Frage. Kann ich den überhaupt benutzen? Nee. Der Hebel scheint festzustecken. Okay, alles klar. Oh, Heiliger, was ist das denn hier? Am Metall dieses Helms hängen noch immer Haarbüschel. An den Rändern der Fesseln sind dunkle Flecken zu sehen. Baut er hier einen Frankenstein oder was? Funken knistern auf den Drähten und Platten dieser Maschine und beleuchten das Innenleben mit jedem Flackern. Okay. Was ist das hier? Was ist das? Was? Uncool. Ich dachte, hier wären keine Fallen im Raum. Warte, dann lieber mit der hier rumlaufen. Nicht, dass hier noch mehr Fallen sind. Ach, das Ding war die Falle. Alles klar. Ja, gut. Ist auch wieder so eine Wand, die wo was hinter ist. Oh. Ich hab da was gefunden. Aber ob dann hier auf der Seite dann auch noch...
Oh Mann, ich will wissen, was da drin ist. Lay him low. Oh, was ist das denn? Brennende Fleischkonstrukt. Instabiles. Oh nein. Stabilen, die Expo, die machen Boom. Also. Auf ein neues. Und direkt. Ich glaube, die Symbole bedeuten, dass sie selbst Mord machen. Ja, mhm. Okay. So. Ja. Genau das machen sie nämlich. Eieieiei, das tut weh. Ich habe nicht gespeichert, ne? Doch, habe ich. Oder? Doch, ich habe gespeichert. Gott sei Dank. Oh, diese explodierenden Dinger, ey, die nerven so tierisch. Was mache ich denn dagegen? Hey. Also der klemmt, genau, das hier. Dann können wir das hier looten. Machen wir. So. Margrin's Fire casts light in dark places. Also doch nicht das. Ein Krieg gehört schon vor und hinter der Ecke. Alles klar, habe ich jetzt den Schalter da aktiviert? Oh. Hi. Okay. Aber wieso war denn das gerade eben dann nicht mehr da? Hä? Egal. Ich bin frei! Galvino, werde dein Herz... Ich werde dein Herz essen, alter Mann! Okay, der ist stark. Den hauen wir weg. Hoffentlich. Besiegt. I'm so tired, I'd pay brothel rates just to nap. Ja, ist ja gut, kriegst du jetzt deinen Schlaf. Hey. So, jetzt haben wir den besiegt, jetzt können wir da reingehen. Und was haben wir da? Eine Waffe, den Feldschlag. Könnten wir Vorkana vielleicht gebrauchen. Kann ich den mal jemals wieder mitnehmen. So, das ist jetzt die Frage, will ich wirklich da lang oder will ich erstmal gucken, was hier unten eigentlich ist? Und wir gehen erstmal hier unten lang. Da oben die Explosionen, die sind halt echt böse. Oh, yeah. Und ich wüsste echt gerne, wie ich da reinkomme. Wie komme ich denn da hin? Hier ist bestimmt irgendwo ein versteckter Schalter, den ich einfach jetzt noch nicht gefunden habe. Weil die zu schlecht ist. Unfassbar, ich brauche einfach einen guten Schurken. Margrin's Fire casts light in dark places. Weichern wir nochmal. Oh Gott. Da müssen wir raus. Komm raus. Warten, bis es vorbei ist. Oh, da läuft schon wieder irgendwas rum, was nicht gesund ist. Ich hasse das mit den Fallen. Das kann doch nicht sein, dass ich da zu schlecht bin, die zu entschärfen und die zu sehen. Das ist doch kacke. Oh, das ist wieder so ein instabiles Scheißteil. Oh Gott. I'm alright. Ernsthaft. Noch eine Falle.
Der Typ mag fallen, das steht fest. So, der will sich jetzt in die Luft jagen. Also bitte ganz schnell draufballern. Danke. Du, damit. Du, damit. Du hast keinen Fernkampf. Du hast, ihr beide habt keinen Fernkampf. Aber du hast noch einen Fernkampf. Du kannst auch eigentlich, einfach drauf schießen. Ach, so schnell sterben die. Ja, gut. Das gehust hätte. Oh, was ist das denn für einer? I'm here. Hi. Oh. Warte. Breathe. Upsi. Oh Gott, der stirbt gleich. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. What? Oh Gott, was kommt da jetzt alles? Ja, man keine Dinger, die sich selbst in die Luft jagen. Das ist schon mal gut. So, so, dann machen wir mal das. Dann machen wir mal. Das. Oh, Palagina, pass auf dich auf. Oh, Palagina, pass auf dich auf. Im Feuer drin? Ist das das Problem? Ja, ich glaube, die steht da drin. Da raus, bitte. So. Eder? Oh, den mal um. Gut. Schön. So, alle wieder hochgeheilt. Wunderbar. Das mal auf die beiden. Du machst jetzt mal das auf den. Wunderbar. Machst du das mal. Dann gehst du auch auf den. So, dann machen wir den mal platt. Mit dem Zauber hier. Und direkt danach nochmal. Und direkt nochmal. Und dann machen wir nochmal einen fetten Heal-Zauber auf sie. So, dann machst du mal das auf den. Hat nicht funktioniert, auch geil. Dann machst du das. Dann machst du das. Und dann machst du... du könntest mal was machen, genau. Auf sie. Genau. Dann... Machen wir nochmal einen fetten Heal-Zauber auf sie raus. So. Das. Wow. What the actual fuck? Damage her, verdammte Mist. Direkt nochmal so ein Zauber, der macht gut. Breathe.
So, haben wir noch einen Kettenblitz? Hier so ein Kettenzauber, jawohl. Go. Go for it. Oh, der ist down, alles klar. Dann go for it. Oh, wir sind jetzt fallen. Wehe, wehe, sind hier fallen jetzt. Die riesige Maschine brummt vor Energie. Als du dich ihr bis auf wenige Schritte näherst, beginnen deine Zähne auf merkwürdige Art zu summen. Okay. So. Oh, da ist eine Falle. Halt, hab ich Schwein gehabt. Und ich kann sie nicht entschärfen, weil sie immer noch zu schlecht ist. Leck mich am Arsch. Was sind das für Fallen hier? Böse Entwickler. Ganz böse Entwickler. Boah, wie Schwein gehabt, ich jetzt während des Kampfes nicht da reingelaufen bin, ey. So, ist die Frage, das ist dann der gleiche Raum wahrscheinlich. Dann gucken wir erstmal, was hier ist. Eine beeindruckende Sammlung an Weinflaschen säumt diese Regale. Die meisten Weine scheinen valianischer Herkunft zu sein. Your thoughts must flow deeply indeed. Clown. Game. Geld. Ob es hier weitergeht. Okay, hier wohnt jemand. Das ist klar. Fliegen. Leiche. Dieser Teller ist nahezu unberührt geblieben. Das verlockende Essen darauf wurde den Fliegen überlassen. Alles klar. Galvino, Werkstattschlüssel. Oh, guck mal, damit, oh, vielleicht kann man damit die Türe öffnen. Versuchsnotizen. Dieser eilig niedergekritzelte Eintrag ist mit Tintenklecksen übersät. Ich weigere mich, weiter meine Zeit mit diesem grotesken Flickwerk zu vergeuden. Die Zeit, die ich damit zubringe, dem verfaulten Leichnam auch nur in dem kleinsten Funken Leben einzuhauchen, wende ich später dreifach für Reparaturen auf. Sie zerfallen buchstäblich an den Nähten. Ihr Anblick in den Korridoren widert mich inzwischen an. Sie besitzen nichts von der Vitalität, Intelligenz und Koordination des Versuchsobjekts. Nur eine tumbe Folgsamkeit. Fleisch ist zu lose mit Essenz verbunden. Das steht fest. Kein Wunder, dass die Narren im Farnheim diese jämmerlichen Exemplare so günstig abzugeben bereit waren. Maticcio, dieser Gestank. So, warte mal. Was ist das für eine Quest? Ich dachte, der Typ soll uns helfen, den wir hier suchen. Moment. Langsam, also ich habe ja das Gefühl, das ist nicht so der beste Typ der Welt. Moment. Wo machen wir denn die Quest denn? Galvin. Galvin. Gut, das wird. Das ist die Prüfung. Der Einzige, der weiß, Max, müsste der hier sein, ja. Galvino lebt im Schatten von Durgans Batterie. Er weiß vielleicht etwas Interessantes über die Festung. Finde Galvinos Hütte in der Nähe von Durgans Batterie. Rinnengild hat mir gesagt, dass ich Galvino östlich von Durgans Batterie finde. Einen exzentrischen Schmied und Beseler. Uldrich glaubt, dass er mir vielleicht etwas Nützliches über die Festung sagen kann. Ich habe Galvinos Hütte gefunden, aber ihn selbst sehe ich nirgendwo. Vielleicht sollte ich mich ein wenig umsehen. Ja. Alles klar. Es ist bestimmt voll der super Typ. Da ist ein Raum hinter, das sehe ich ja jetzt schon. Das ist halt ein bisschen schade, dass man immer sieht, dass da was hinter ist, aber ich kann ja hier nichts machen. Das ist das andere Problem, ich komme da so nicht hinter. Aber da ist was hinter. Das Regal sieht auch immer so richtig künstlich aus, so richtig schlecht. Ich frage mich, wie ich da hinkomme. Vielleicht irgendwo ein versteckter Schalter gefunden habe. Aber gut, ich habe jetzt einen Schlüssel, mit dem kann ich wahrscheinlich die Türe da oben öffnen. Und ich habe einen Vorrat gefunden, das heißt, ich kann nochmal rasten, das tun wir auch am besten. Hey. Hey.
So, dann speichern wir mal. So, dann gehen wir jetzt mal hier den Weg. Da bestimmt wieder voll ist mit Fallen. Oh, oder mit Gegnern. Hey. Warte mal, dann machen wir hier so, da. Nicht das Sichtfeld. Okay, bist du im Sichtfeld? Nein. Gut, dann, du, bleib einfach hier stehen. I'm here. Instabiles Konstrukt, nicht cool. Noch ein. Okay, das ist nicht cool. Wenn die, sobald die in Reichweite sind, wandern wir die weg. Aus dem Orbit. Something? Die dürfen nicht rankommen. Die dürfen nicht rankommen. Du, stell dich mal dahin. Dann siehst du den besser. So. Drauf da. Und du müsstest jetzt auch langsam sehen. Das haben wir ein Riesenproblem hier. Der explodiert nämlich dann. Und dann macht's Krawumps. Und dann sind wir alle tot. Und du auch noch auf den drauf, bitte. Und du musst noch besser einen Zauber auf den draufhauen. Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Hui. Hui. My mind feels sharp as steel. Hey. So, das Problem ist. Of course. Eine Falle ausgelöst. Ach komm. Ach komm, das ist doch ein schlechter Scherz. Ach Gott. Den da. Ja, noch falsch geklickt, ey. Ach Gott. Mächtigsten Zauber, den ich habe, da drauf. Noch nicht. Jetzt am Sichtfeld. Du da drauf. Du da drauf. Jawohl, auch besiegt. Sehr gut. Okay, das schaffen wir. Oh, das ist aber das erste Mal, dass mir Eder weg verreckt ist. Aber das war wegen der Falle halt, ja. Hey. Guten. Gors. Hier ist eine Sackgasse, alles klar. Gucken wir uns mal um. Oh, mehr Fallen, ey. Versuchsnotizen. Auf diesem weggeworfenen Notizel steht: Madicchio, 3 Wochen harter Arbeit sind verloren und mit ihnen ein voll bewegungsfähiger Körper. Diese groben Materialien sind instabiler, als ich dachte, aber nicht weniger teuer. Ich werde einen langsameren Prozess versuchen, vielleicht mit mehr Elektrizität. Am unteren Rand der Seite wurde eine Ergänzung niedergekritzelt. Zu viel Elektrizität, ich brauche mehr Versuchsobjekte. Okay. Der Kopf dieser Puppe wurde durch einen unbekannten Zauber fast vollständig weggebrannt. Das Holz ist verzogen und voller Kerben, nicht klebt. Okay. Nothing is closed to the perceptive mind. What you ask is done. Das kann ich öffnen, haben wir schon Handschuhe drin. So. Achtung, jetzt nicht in die Falle laufen, bitte. Die können wir nach wie vor noch nicht entschärfen. Da fehlen uns noch ein paar Level. Ich weiß aber leider nicht, wie viele. Muss ich jetzt mal gerade nachschauen. Wie kann ich das nochmal nachgucken? Hier, ne? Okay. Doch. Das dauert ein bisschen, bis ich das Level hab. Hey. Oh Gott, ich lauf da rein. Ist jetzt. Nein. Da. Your thoughts must flow deeply indeed. Da. Schön dran vorbei. Hey. So. Okay. Ja, dahinter ist was, dahinter ist was. Jetzt weiß ich, dass ich einen Schlüssel gefunden habe. Vielleicht kann ich damit das Ding hier öffnen. Ich hoffe es doch mal. Ich hoff's doch mal.
speichern wir nochmal. Wobei, wir hatten ja noch da drüben Gegner. Nothing is close to the perceptive mind. Und der Schlüssel war nicht hierfür, alles klar. Oh mein Gott. Also ich muss jetzt hier hin. Für Nacht. Aber gut, ich weiß jetzt, wie ich die relativ schnell töte, aber da kommen ja 3 Stück von denen. Das ist ja das Problem. I'm here. Hey. They shall see nothing while I see much. So. Der da ist gefährlich, genau. Kann noch kommen, die sehen mich nicht. Bisschen. Ja gut, jetzt sehen die mich. Alles klar. Auf den drauf, sobald er in Reichweite ist. Othic, Worthen, Roth. Okay, warte. Hau das stärkste Zeug raus, was du hast, auf die Typen hier. Die müssen weg. Othic, Worthen. Du auf den. Du auf den. Du hast aber mittlerweile einen Zauber, glaube ich. Jawohl. Schön auf die drauf. Genau. Direkt nochmal. Mit dem hier. Und warte mal, du hast auch irgendeinen Zauber. Komm schon. Jawohl, den da. Auf den da. Jawohl, erst das down. Oh, das wird wieder so scheiße knapp. Der da noch? Alter! Alter! Komm noch da drauf. Und auch du, Eda, der darf nicht hochgehen. Sehr nice. Keiner hochgegangen, wir haben die alle voll gekillt. Gott sei Dank haben die so wenig Leben, ey. Aber die Wegfindung von der KI ist auch immer wieder super hier. Ich weiß nicht, wie lange der hier lebt, aber ich könnte dem mal die Falle auslösen lassen. Ah ne, okay. So lange leben die nicht. Das ist schade. Das ist schade. So. Was ist das? Verbrannte Dame, okay. Something here calls to me. Wow, nicht reinlaufen, nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Okay, da komme ich aber sehr schlecht dran vorbei, ehrlich gesagt. Hoffentlich kann ich das entschärfen. Ja, läuft ja gut, das Entschärfen. Yes. Gott, muss ich jetzt alle daran vorbeiführen? Lieber, ob hier noch was ist irgendwie. Noch was? Okay. I'm here. Alter, der Fall nervt mich dann doch ein bisschen. Keinen guten Schurken hab, nervt mich echt. Hey. I'm ready. Frage ist halt, was kommt dann hier noch? I'm ready. Need something? Ja. Beruhigungspillen. Hm? So. Warte mal gucken. Da ist eine Tür. Aber nicht drauf zulaufen, da könnten noch Fallen sein. Okay, keine Fallen. Hey. Ist frei, könnt laufen. Your thoughts must flow deeply indeed. So. Das wird jetzt lustig.
Aber nicht wissen, was dahinter ist. Speichern wir nochmal. So. Hallo? Jemand zu Hause?